Strafzölle, Notenbanken, viele Themen stehen momentan hier an den Börsen auf der Agenda. Und bei mir ist Robert Halver von der Baader Bank. Ja, sind die Strafzölle momentan das Thema, was alles überschattet und die Märkte ja nach unten geschickt hat? Ja, die Zinsangst ist ein bisschen entfleucht, ja, aber die Zollangst ist noch viel schlimmer, weil natürlich eine Exportnation, ein Unternehmen, die Deutschland AG sozusagen, mit ihren Exportwerten besonders hart getroffen wäre. Und es ist zu wünschen, dass wir da die Kurve bekommen. Ich bin mir sicher, dass weder Amerika noch China harte Handelssanktionen haben möchte, weil beide Seiten verlieren auch vom Weltwirtschaftswachstum, auch vom eigenen Wirtschaftswachstum im eigenen Land. Von daher wird man sich zusammensetzen müssen. Aber bis November, bis zur Kongresswahl, wird das immer ein gewisser Mollton sein, weil Trump muss ja seinen Wählern was bieten. Das heißt also, Trump trampelt jetzt mal ein bisschen herum, haut auf den Tisch und will Wähler einfangen für die Wahl. Aber glauben Sie, dass wir da dann doch zwischen diesen beiden großen Wirtschaftsmächten so einen kleinen Handelskrieg sehen werden? Also man muss ja schauen, was im Augenblick läuft. Die Chinesen antworten jetzt auch mit Sanktionen, aber auf sehr niedrigem Niveau. Also das ist eher Folklore, Handelsfolklore. Es darf sich nicht gegenseitig aufschaukeln, das geht nicht. Wir wissen, Chinesen sind schon in puncto Freihandel keine Musterschüler und es gibt auch Technikklau. Das passt den Amerikanern überhaupt nicht und das kann ich auch verstehen. Subventionen in China zum Beispiel für Stahlunternehmen, Aluminiumunternehmen sind auch nicht okay. Das heißt, da muss man ran. Aber wenn man da rangeht, hat man auch sicherlich viel aus dem Wege geräumt. Dann kann Trump sagen, ich habe was erzielt, er kann damit seine Wiederwahl zumindest positiv gestalten und dann wird ein Handelskrieg verhindern und dann werden die Aktienmärkte auch wieder etwas beseelt. Anderes wichtiges Thema, in der letzten Woche hat die US-Notenbank die Leitzinsen wieder ein Stückchen erhöht, hat einen Ausblick gegeben. War da für Sie irgendeine Überraschung mit dabei oder läuft das jetzt so wie angekündigt? Also die FED setzt auf Kontinuität. Für alle Seiten ist etwas dabei. Das macht der Herr Powell, der neue US-Präsident, sehr geschickt, rhetorisch sehr geschickt. Für alle Seiten ist was dabei und er lässt sich alle Hintertürchen offen. Man kann das so sagen, er hat sich etwas falkenhafter gegeben, ja, aber die Hintertür zum Taubenstall ist immer noch auf. Und ich bin mir sicher, es ist wie in früheren Jahren, in früheren Zinserhöhungszyklen, es wird weniger Zinserhöhungen geben, als geplant sind, weil man auch weiß, Amerika muss seine Schulden irgendwie stemmen, Amerika muss seinen Wiederaufbau, Infrastruktur, Steuerreform irgendwo stemmen. Und wir dürfen eines niemals vergessen, die US-Notenbank ist definitiv von der Priorität her ein Stützer der Konjunktur, nicht der Bekämpfer der Inflation. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaftszuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.